Hallo, ihr Süßen. Heute mal aus einer etwas anderen Perspektive. Ich habe gedacht, ich mache mal mit euch eine Roomtour von meinem Refugium, in dem ich die ganze Zeit sitze. Und dass ihr nicht nur seht, ihr seht ja sonst immer nur den Hintergrund, wenn ich da filme. Und ich habe gedacht, ich habe mal ein bisschen aufgeräumt. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, weil, ne, dass ich so zumindestens, also es ist nicht alles perfekt. Ich habe gedacht, von denen kommen, es wird nie perfekt werden und das ist ja auch nicht die Realität. Das ist auch nicht das wahre Leben, dass immer alles perfekt ist. Ich habe aufgeräumt und ich lebe in diesem Raum und so sieht er auch aus. Und ich möchte euch heute mal so ein bisschen die verschiedenen Sachen und Ecken zeigen. Und dann sollt ihr mir bitte mal in die Kommentare schreiben, was euch denn interessiert. Interessiert euch mein Kleiderschrank oder meine Parfümsammlung oder Schmuck oder whatever oder was ich jeden Tag so oder was ist meine Luxusschublade oder Deklatter oder die verschiedenen Blushes, die ich habe. Ich kann extrem viele Videos machen und ich bin auch mittlerweile wieder motiviert, mehr zu drehen. Ich hatte momentan viel Stress, auch im Job und hatte kaum Zeit, war super, super müde. Und dann waren wir noch eine Woche weg gewesen. Wir können auch gerne mal, ich möchte euch gerne mal auch einen Vlog zeigen von unserem Kurzurlaub an der Ostsee. Das war traumhaft schön. Ich habe viele Ideen, aber ich möchte natürlich die Videos für euch machen. Und deswegen zeige ich euch so ein bisschen, was ich habe. Und dann könnt ihr mir gerne schreiben, was ihr euch wünscht. Weil ansonsten, ich meine, ich mache die Videos ja nicht für mich, sondern ich mache sie ja für euch. Deswegen brauche ich eure Unterstützung. Und jetzt gehen wir mal in Medias Res und ich zeige euch ein bisschen, So, was und hier by alles the so way, ist. Kleiner Disclaimer, ne? Ich weiß, ich habe viele Sachen. Ja. Und ich weiß, dass ich auch mehr Sachen habe als vielleicht manch andere oder manch anderer. Ich bin aber auch schon alt. Und mein Problem ist, dass ich nichts wegschmeißen kann. Und mein Körper, mein Geschmack, das hat sich alles in den letzten 10 Jahren geändert. Ich habe also einiges zugenommen, wo ich erst gesagt habe, nee, ich kaufe mir nichts mehr oder nur die billige Sachen, weil ich möchte wieder abnehmen. Es hat seitdem nie wieder richtig funktioniert, dass ich zu meiner alten Figur zurückgefunden habe. Und irgendwann habe ich halt angefangen, mir halt eben bessere Sachen zu kaufen. Und ja, und ich liebe Handtaschen, ich liebe Schuhe und ich liebe Make-up. Und deswegen habe ich auch so viel. Aber ja. Ich glaube, der YouTube-Kanal ist nur so ein bisschen die Entschuldigung dafür. Aber natürlich kaufe ich mir halt auch mehr, um halt einfach zu reviewen und euch zu zeigen. Ne? Also deswegen nehmt mich nicht als Maßstab oder ich brauche auch keine Kommentare von wegen, du bist kaufsüchtig. Ja, vielleicht bin ich. Na und? What chance? Ist es mein Geld, das ich verdiene und ausgebe? Ne? Und deswegen, wenn ich viel habe, braucht ihr mir das nicht runterzuschreiben oder die Kommentare, weil ich weiß, dass ich viel habe. Hier haben wir einen großen Kleiderschrank. Hier haben wir verschiedene IKEA-Kommoden, wie ihr das seht. Hier ist mein Schreibtisch. Hier hinten. Und mein Schminktisch. Und hier endlich, nach über einem Jahr, mein Kleiderschrank, auf den ich jetzt so stolz bin. Oh, ich bin so happy. Das hat alles ewig gedauert, ne? Deswegen, ich würde sagen, wir fangen mal vorne links an und gehen so langsam durch und dann, ja, wie es halt so ist. So, hier in der Ecke habe ich mein heißgeliebtes Bügelbrett. Das ist von Siemens und das ist echt geil. Das ist nämlich so ein Dampfbügelbrett und dazu habe ich so eine Dampfstation und seitdem bügele ich auch gerne. Vorher hatte ich ja echt keinen Bock, aber ich sage euch, so ein Dampfbügeleisen macht wirklich den Unterschied. Ich finde es großartig. Hier habe ich dann nochmal so eine Tüte, wo ich dann meine Empties sammle. Und hier habe ich so einen Morgenrock mir gekauft. Oh, ich finde den so geil. Ich finde den so super. Den habe ich mir bei Best Secret gekauft. Ja, also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr da mal schauen. Ich finde den wirklich, wirklich toll. Ich habe den noch gar nicht angehabt. Hier ist ein Kleidchen. Das habe ich mir jetzt vom Kurs gekauft. Das war 70% runtergesetzt. Das war in Hamburg. Und ich finde es so niedlich hier unten mit dem Dingens hier dran. Und ich liebe ja Kurs-Sachen. Ach, ich bin ja ein Riesenfan von Kurs.
Und deswegen, ja, durfte jetzt erstmal hier hängen bleiben. Dann habe ich mir hier noch so ein paar Sachen gekauft. Hier diese Tasche von Mango. Die fand ich auch super klasse. Ne? Das ist so dieses Dupe zu Bottega Veneta oder wie die heißen. Heißt nicht so? Bottega, ne? Whatever. Auf jeden Fall richtig toll mit diesem schweren Metall. Das sieht richtig edel aus und es sieht auch wertig aus. Und es ist eine ganz tolle Kunstledertasche. Ganz, ganz klasse. Hier habe ich mir eine neue Sporttasche gekauft von Escada. Und hier so ein paar random Sachen. Eine ganz tolle Tasche von Aigner. Also wenn euch das interessiert, auch so Taschen oder sowas, dann sagt mir einfach, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Da habe ich so einiges, was ich euch zeigen könnte. Übrigens zeige ich euch mal Ich hier habe mein hier Kleidchen, so ein H&M-Kleidchen an. Finde ich auch super. Obwohl diese Pailletten innen drin, aber sie stören nicht so wahnsinnig. Und das hier oben ist auch nicht so eng. Und ach, und ist toll. Und vor allen Dingen von der Länge her, seht ihr das? Das geht auch für kurze Frauen. Und da habe ich ein paar Schuhe, die finde ich auch super. Ja, farblich passend dazu. Diese Schuhe, die sind von, ich glaube, vom Aldi. Und die kosten 10 Euro oder so oder 8 Euro. Und die sind so Birkenstock-Nachbau. Die heißen Pro Natura. Die sind super schön. Finde ich klasse und die passen natürlich hier 1A zu dem Kleid, oder? Nee. So. Jetzt tun wir mal die Sachen weg und dann zeige ich euch da hinten dran, was ich in diesem Im Kleiderschrank habe. Schrank. Habe ich Blazer. Und ihr seht, ich habe die so ein bisschen nach Farbe sortiert. Halt hellere. Hier habe ich so einen schönen Puschelbläser hier, ne? Dunkelfarben. Dann hier auch so andere Jacken noch dazwischen. Wildlederjacken, schwarze Blazer. Hier habe ich so meine Fake-Fur-Sachen, ganz toll. Dann hier von Escada, der ist auch von Escada. Ich liebe diesen Mantel, so super schön. Ja, ich habe früher im Job sehr viele Blazer getragen, momentan natürlich weniger. Oder ich trage halt jetzt auch gerne viele Strickjacken. Wenn man gerade so auf Reisen ist, ist es ein bisschen komfortabler. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch jobbedingt. Und ja, so, das ist so Jacken und Blazer. Das habe ich eben früher mal ausgesehen, by the way. Da war ich noch ganz klein. Ich bin übrigens die mit der Zunge. Das ist meine Schwester, die tödlich verunglückt ist, und mein Bruder. Und da ist die Schäfer, wo sie noch ganz klein war. Da war ich 3 Jahre. Und da ist die Schäfer. So braun werde ich nie wieder. Da habe ich einen Tauchkurs auf den Malediven gemacht. Da war ich so Anfang 30. Ach, das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Super schön. Das war der nette Tauchlehrer oder der Besitzer von der Tauchschule. Ja, und da hatte die Schäfer noch Haare auf dem Kopf. Und das ist meine heißgeliebte Oma. Ihr seht, ich habe die gleiche Nase und die schlechten Augen gehabt. Ja, und da war ich auch noch ein bisschen jünger. So, hier habe ich meine Parfumsammlung. Und ich habe die tatsächlich nach Farben sortiert. Erstens mal, weil es gut aussieht und zweitens, weil es immer passt. Ne? Hier so die grüne Ecke, dann so Naturfarben, klar, da hinten so die weiße Ecke und hier vorne so Pink und Lila. Das hier habe ich zum Beispiel von meinem Mann geschenkt bekommen, jetzt zum Muttertag. Ach, richtig toll, richtig klasse. Floral Fields of Ireland. Hier in Wunderbar. diesen Kommoden habe ich auch wahnsinnig viel Zeug drin. Hier habe ich Sonnenbrillen und Brillen, also normale Brillen, meine Lesenbrillen, sonstige, ne? Dann kleinere Brillen, größere Brillen, Brillenketten, whatever. Hier habe ich so die günstigere Fraktion. Da ist auch wahnsinnig viel so H&M und günstige Brillen. Aber auch hier eine ganz tolle, ach, die liebe ich heiß und innig. Die habe ich schon bei Secret gekauft. Sagenhaft schöne Sachen. Dann halt eben so kleinere Brillen. Hier sind mehr so diese Aviator-Brillen. Da. Ja, ich weiß, viele Brillen. Die sind mehr auch so die günstigen Sachen. Hier auch noch so günstige Sachen. Mehr so die mit Plastikgestell. Und das sind so meine High-End-Brillen. Miss Sony. Die ist von Burberry, nee, Caroline Herrera. Die ist von Vivienne Westwood, von Escada. Escada.
Die ist von, ich glaube, Burberry, Max Mara, die ist von Stella McCartney, Escada. Also gibt es ganz verschiedene Geschichten. Und hier auch Lorraine Scott, das war die Modeschöpferin, die Freundin da vom, wie heißt sie denn? Der Leadsänger von The Stones, Rolling Stones, ne, die sich dann umgebracht hat. Aigner, Missoni, Liebeskind, Calvin Klein. Das ist meine absolute Lieblingsbrille hier von Tom Ford. Die finde ich so geil, das zeige ich mal. Die hier. Die liebe ich, heiß und innig. So, das sind diese Geschichten. Und hier habe ich Schmuck. Viel Schmuck. Noch mehr Schmuck. Müssen wir noch auspacken. Da habe ich also hier noch Schmuck. Ich kaufe zum Beispiel sehr viele Ohrringe von alles im Angebot immer von Zara. Und hier auch nochmal so random Zeug. Hier habe ich noch so Einzellidschatten und Wimpern. Hier auch so Ersatzpuffers oder was noch weiter ist und solche Tücher. Diesen Schrank habe ich relativ neu. Das sind alle meine Lidschattenpaletten, die großen. Kleinere habe ich ja noch mehr, aber das sind ja die großen, die guten Sachen, the good stuff. Ich habe zum Beispiel hier oben zu Eva, Colourpop. Dann habe ich hier liegt in diese Tarte-Fraktion, da habe ich echt ziemlich viele. Dann habe ich hier ABH, Charlotte Tilbury, Lorac, Anastasia, Make-up Geek. Dann habe ich hier Natasha Denona, Huda, Urban Decay. Dann hier noch Natasha Denona, Smashbox, Elsie. Dann die ganzen von Those of Colors. Dann hier so zwei kleine von Dior, diese Nude Palettes. Dann ganz viele von Juvia's Place. Dann hier auch nochmal Those of Colors. Was ist das hier? Die Moment. Queen of Heart. Dann habe ich hier so selber gemachte Paletten. Ganz unterschiedliche. Inglot, MAC. Dann habe ich hier noch Color Drain. Und so weiter. Dann hier so ein paar Face Palettes, zum Beispiel auch von Smashbox. Dann hier meine High-End-Version. Die neue hier von Pat McGrath. Das ist die Mothership 5, die Mothership 6. Noch 7 und die andere ist 8. Und dann hier unten nochmal so größere Paletten, so random. Ne? Also wenn euch das interessiert, lasst es mich wissen. Hier oben habe ich meinen Kaffee und die habe ich auch relativ neu. Die sind richtig, richtig geil, diese Lippentürme, Lippenstifttürme. Da habe ich auch lange gesucht, was ich denn nehme. Die kann ich euch gerne in meine Infobox verlinken. Die sind richtig toll und super hochwertig. Das ist richtiges Plexiglas und nicht so billiges Plastik. Dann habe ich alle meine Lippenstifte, die habe ich mal aussortiert. Ich habe das, es wäre irgendwie ein anderthalb, fast zwei Stunden Video geworden. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie zusammenschneiden kann, dass es euch passt. Also hier habe ich alle meine Lippenstifte neu sortiert. Und hier meine Liquid Lip Glosses. Und hier oben habe ich so meine Mini-Lippenstifte. Und hier seht ihr, da waren die Janine und ich. Da waren wir in München auf der Glow. Und da haben wir uns bei Bit Dior fotografieren lassen. Und die Janine hat jetzt die Tage ihr Baby bekommen. Bella. Ist nicht hübsch? So, hier haben wir ganz viel Zeug. Ne? Das sind halt irgendwie auch Concealer, Mascara, Wimpern und dann noch so kleinere Wimpern. So. Dann haben wir hier noch Eyeliner, die ich kaum benutze. Dann hier noch solche Primer-Zeug. Auch noch mal mehr Concealer und jede Menge Mascaras. Ich liebe ja Mascaras. Hier haben wir auch so kleine Pröbchen, die ich mal irgendwo als Tester bekommen habe oder auch zugeschickt bekommen habe oder whatever. Dann hier Stifte. Das sind Lidschattenstifte. Bin eigentlich nicht so der Riesenfan von Lidschattenstiften. Wie gesagt, auch so kleine Tester von Make-up. Die sind natürlich immer super gut für die Reise.
dann hier noch mehr. Da gibt es noch so Powder Puffs hier und Schwämmchen. Dann hier Lippenstifte, noch mehr Lip Liner. Und hier Eyeliner. Ja, es würden eigentlich zwei langen oder drei, ne? Frau Schäfer, würden. So, hier habe ich mal aussortiert. Und zwar sind das hier, so Lip Tints aus Korea. Super toll. Das sind hier so Lip Glosse. Das sind auch eher so, da hinten sind auch eher Glosse. Und das sind halt eben auch so Liquid Lipsticks. Mehr so die Berry-Farben, Nude-Farben. Hier sind noch Lippenstifte, die ich aussortiert hatte, beziehungsweise die ich behalten habe. Das sind hier von, wie heißen sie denn? Ist auch schon von Wet n Wild. Die sind wirklich klasse. Da hinten von, so eine ganze Linie von Makeup Revolution, die sind nicht so toll. Naja, dann Random Lippenstifte. Dann habe ich hier so kleine Glosse noch, dann hier von Catrice. Dann habe ich hier so eine Lidschattenpalette vom Karl Lagerfeld. Hier noch so eine wunderschöne Palette von Tarte. So kleine von Make-Up Geek. Super, super schön. Ganz toll. Dann hier noch von so ein Travel-Dingens. Von Estee Lauder. Dann hier noch mehr Lippenstifte. Das sind so auch Lip Tints. Die habe ich mal von Make-Up Revolution gekauft. Die sind vom Aussehen her super schön. Von der Qualität her nicht so schön. Die sind richtig klasse. Die sind so Glosse von Manhattan. Die liebe ich heiß und innig. Die sind super schön. Dann hier von NYX. Dann auch wieder random so viel von Catrice. Hier sind so kleine Paletten. Alles, was kleiner ist. Ne? So, aber auch Inglot habe ich hier noch. Die muss ich noch mal ein bisschen sortieren. Da muss ich noch mal ran. Habe ich MAC, Makeup Revolution, Kiko, so Dupes von Sephora, Wet n Wild, Inglot, alles Mögliche. Und hier auch noch mehr Paletten, so kleine. Die zum Beispiel sind auch super süß von Kiko. Die liebe ich hier auch. Dann hier welche von Eyestar und lauter so Zeug. Dann habe ich ganz viele hier von Wet n Wild. Diese kleinen Trios, die sind super. Die großen von Wet n Wild. Also ganz unterschiedliche. Sleek habe ich ganz viele. Wayne Goss hat mal gesagt, dass Sleek die beste Drugstore-Brand ist. Dann habe ich mir alles von Sleek gekauft. Hier habe ich so Nude-Lippenstifte drin. Und diese Palette, die ist großartig von Makeup Revolution. Hier das Ganze in so Rot. Nehme ich nicht so oft. Und solche Stifte. Dann hier habe ich auch nochmal Lidschattenpaletten, habe ich auch ganz viele hier von diesen von Milani. Nachdem Tati die so empfohlen hat, bin ich da auch irgendwie ausgetickert. Dann habe ich hier noch von H&M, die sind sehr schön. Kiko, nochmal Wet n Wild, eine von Catrice. Sehr viele hier, die ganzen, das sind alles Sleek-Paletten. Hier ist Kiko. Da hinten ist noch Kiko. Hier ist alles Makeup Revolution. Am Anfang habe ich echt gedacht, das Internet, ne, wo die rausgekommen sind, die Makeup Revolution, habe ich ja wie blöd Makeup Revolution Paletten gekauft. Ne? Die sind zum Beispiel, das sind diese kleineren hier. Und welche richtig großartig sind, das sind zum Beispiel die hier. Neutrals versus Neutrals. Und dann diese Paletten. Weiß gar nicht, wie die heißen, diese Linie. Salvation Palettes, die sind von der Qualität her richtig, richtig, richtig gut. Also die sind großartig, die werde ich auch niemals hergeben. Also es gibt ganz unterschiedliche Linien und am Anfang habe ich ganz viel Makeup Revolution gekauft und irgendwann bin ich ausgestiegen aus der Nummer, wo es mir dann zu viel wurde. Hier auch. Ich habe also sehr viele von diesen Chocolate Palettes gehabt, die finde ich großartig und irgendwann ab der goldenen bin ich auch ausgestiegen, wo ich dann gemerkt habe, es wird ja nur noch irgendwie ja, da hat mir dann die Qualität nicht mehr so gefallen und es war dann irgendwie zu willkürlich irgendwie. Und hier unten sind auch Setting Sprays, Random, Alkohol und so Zeug.
So. Okay. So, hier oben habe ich Bücher. Fashionbücher. Mein Stethoskop. Das ist süß. Zeige ich euch mal. So, bin ja Tierärztin. Und es ist ein süßes Stethoskop. Das habe ich mir damals mal in Amerika gekauft. Da gibt es so schöne Sachen. Sowas gibt es bei uns gar nicht. Ne? In Grellpink. Das ist so geil. So, hier oben habe ich dann meine Helga stehen. Falls ihr euch daran erinnert. Na, Helga, die ab und zu mal auftaucht. Und Geschenke verteilt. Eine Mütze von Riani. Dann habe ich ganz viele solche Raumdüfte mir gekauft. Die gibt es übrigens jetzt auch bei Best Secret. Also echt für einen super Preis. Ne? Das ist ganz, ganz toll. Dann liebe ich auch Krimis. Und das ist also mein Größtes, wenn ich am Strand liegen kann und Krimis lesen. Dann habe ich hier von... Die sind von Ikea, so eine Candle und da hinten und dann hier eins, das riecht Fresh Cotton. Das riecht toll. Und dann habe ich mir hier so einen Kaktus mal gekauft, das ist auch so ein Lufterfrischer. Und das habe ich von meinen Kindern geschenkt bekommen, zum Muttertag. Und zwar ist das, ich bin ja so ein Riesenfan von der Margot Robbie, von dieser bildhübschen Australierin. Und die hat ja die Harley Quinn gespielt und das ist die Harley Quinn mit ihrer kleinen Hyäne. So geil, die hatten Fuß im Maul. Seht ihr das? Finde ich so geil. Dann hatten die Iro. Und das ist ja genau mein Ding. Sie hat ein Eis gehabt, weil sie so unglücklich ist. Und ihre Hyäne, also dass man eine Hyäne als Haustier hat, finde ich schon geil. Und dann noch irgendwie, das hatte ich so süß und das ist der Elton John. So süß. Ich finde das so niedlich. Nun gut. Da sind alles so Sachen drin von wegen Technical Equipment, dann halt irgendwie, oh ja, hier habe ich auch ganz viel Zeug. Hier habe ich zum Beispiel auch ganz viele so kleine, so, wie heißt es, SLG, Small Leather Goods, genau, Portemonnaies, dann viele so Täschchen und solche Geschichten. Also falls euch sowas mal interessiert, kleine Handtäschchen und so aus Bast. Hier noch sehr viel mehr Zeug, also hier ist so alles, was ich mir in meinen Handtaschen habe. Und dann hier so kleine Teile, ne, so Leather Goods. Dann hier zum Beispiel von Escada, das ist von Michael Kors. Dann hier von Aigner habe ich ganz viel. Ich liebe Aigner. Dann halt irgendwie solche kleinen Täschchen auch von Escada. Solche Sachen oder Handyhüllen, whatever. You name it, I've got it. Ne, oder halt eben so ein kleines hier, das ist auch von Aigner. Das ist hier von Michael Kors. Hier auch noch mal Backups und hier sind auch so elektronische Sachen, Büromaterialien und so weiter. Das ist alles Büro. So, hier oben, das habe ich mal von meiner Mama geschenkt bekommen zum Geburtstag. Das hat mir mein Mann letztens mitgebracht, weil ich früher in A4 gefahren bin. Das ist süß. Und das ist jetzt eine ganz tolle Orchidee, weil die ist nämlich aus Seide und die hält. Ich habe sie nämlich alle immer umgebracht und die hält. Und das sind die einzigen, die es bisher geschafft haben. Diese kleinen Babys hier, diese Kakteen, die habe ich aus Korea mir mitgebracht. Es sind auch schon welche gestorben, die kleineren, aber die größeren halten sich noch ganz gut. Wie gesagt, da ist auch keine Erde drin, deswegen konnte man die importieren. Das sind die einzigen lebenden Pflanzen, die es bisher geschafft haben bei mir. So, hier ist ein Stuhl, Schreibtischstuhl. Das ist damals noch so ein Lammfell, wo wir dann damals bei den Babys immer in den Kinderwagen gelegt haben. Den fand ich so toll, weil ich wollte unbedingt so einen Stuhl haben und ich wollte ihn unbedingt in Weiß. Das ist so ein Kunstleder, den haben wir gekauft, ich glaube beim Möbelmax oder sowas in Nürnberg. Und das ist zum Beispiel ein super schöner Nagellack, den ich hier gerade verwendet, der ist klasse von Catrice. Den kriegt man auch halbwegs wieder ab und der sieht einfach super aus. Und das hier zum Beispiel ist, da habe ich meine Füller drin. Das ist so ein Plexiglas-Böckchen hier. Das habe ich mir gekauft im Nationalmuseum in Griechenland in Athen. Und das ist so schön mit diesen Ancient Horses. Ach, wie herrlich, ne? Genau. Also das ist so ein schönes, hochwertiges Plexiglas. Dann habe ich hier so meine Kollektion von Lights. Sieht nicht nur toll aus, sondern ist qualitativ echt das Allerbeste. Kann ich total empfehlen. Das ist halt hier auch so passend, passt irgendwie alles so in einem Color Code irgendwie.
gerade zufällig. Dann haben wir uns so eine kleine Nähmaschine gekauft. Fand ich schon ganz schön heftig. Wir hatten eine und die hat einfach nicht funktioniert. Und jetzt gab es wieder eine. Die funktioniert jetzt, sind also wirklich, wirklich primitiv. Aber man muss nicht mit der Hand nähen, kosten aber auch 15 Euro. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr so ein Ding habt, ob das funktioniert. Mottenpapier muss ich auslegen. So, und dann haben wir hier nebendran den... Da habe ich mir einen Spiegel hingestellt. Und zwar habe ich mir hier so einen Ständer gekauft. Das ist ein Notenständer. Und der ist so gargelig, es gab nichts anderes, weil normaler Ständer, also so eine Staffelei, ist super teuer in der Größe. Und deswegen habe ich es jetzt mal mit diesem Notenständer probiert. Der hat nur 12 Euro gekostet, aber das Ding ist sowas von wackelig. Also ich hoffe nur, dass das hält. Dann habe ich nämlich noch so einen alten Spiegel. Und auf dem Spiegel, ich habe es immer noch nicht geschafft. Die Firma, die wird mir wahrscheinlich an den Hals gehen, aber die hat mir das einfach mal so zugeschickt. Und zwar gibt es hier so sogenannte Hollywood Lights. Ne? Das heißt, ich kann die dann hier so hinten da drauf kleben. Und die werden mit dem USB verbunden. Und dann kann ich halt hier verschiedene Lichter einstellen im Sinne von Kalt- oder Warmlicht. Und dann kann ich quasi diese Lichter hier auf diesen Spiegel draufkleben und habe dann so meinen eigenen Hollywood-Spiegel. Und das mache ich mal. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, hier ist mein Arbeitsplatz, mein Schminkarbeitsplatz. Und hier habe ich meine Kamera, das ist eine Canon 70D, mit der ich sehr zufrieden bin. Und ein ganz tolles Rode Mikrofon, das auch fast alle YouTuber haben, das auch super toll ist. Und dieses Licht zeige ich euch mal. Das ist echt geil. Das ist von Neua. Das haben die mir freundlicherweise zugeschickt. Habe ich mich gefreut wie Bolle, weil Neua ist ja schon ein Begriff. Ne? Also Neua ist schon eine Firma, wo ich sage, hey, die ist bekannt und hat ganz viele YouTuber verwenden die. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Das durfte ich mir aussuchen. Und zwar seht ihr mal, ich zeige es euch mal. Das ist nämlich halt, das ist ein LED. Dann kann ich das hier dimmen. Ne, weniger und mehr. Und hier an dem anderen Knopf kann ich dann zu kalt und Warmlicht dimmen. Ich mache es mal wieder aus, sonst blendet euch das so sehr. Und das ist eine richtig tolle Geschichte. Ihr seht ja, ich habe jetzt nur noch dieses Ringlicht. Vorher hatte ich hier noch so Softboxen, brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Und was auch noch toll ist an dem Ringlicht, das ist so schön schmal und sieht so toll aus. Das ist halt LED. Und das ist das, was ich mir früher gekauft habe. Ich habe das jetzt halt nur so umgeklappt. Das ist hier eine normale Röhre. Moment, ich zeige es euch mal. So, seht ihr, das ist hier eine normale Röhre. Da kommt normalerweise noch so ein Plexiglas drauf, aber das habe ich eigentlich nie verwendet. Da kommt auch da oben, sind also verschiedene Aufsätze, ne, dass ihr halt zum Beispiel hier die Kamera gut befestigen könnt. Ne, das ist wie so ein kleiner Schuh, der halt dann so als Verbindung hier reinkommt und hier oben wird halt die Kamera. Also es ist schon, ja, also man soll es halt, es hält. Ne? Also ich habe es jetzt schon einige Zeit und es hält. Das heißt, du brauchst halt wirklich nur einen Ständer, du hast das Licht und integriert in der Mitte die Kamera und das ist halt schon toll. Und das ist halt ein LED-Licht, das heißt, es wird auch nicht so warm. Und das ist halt eine Röhre und die wird halt warm und die ist halt auch bulky. Ne? Also deswegen, das ist halt die ältere Version, das ist die neuere Version. Ich finde beide gut. Ich finde das ein bisschen heller vom Licht her. Das kann man auch, das kann man nicht dimmen. Das ist halt einfach nur, da gab es halt eben solche Aufsätze in Weiß und in Gelb, dass man die halt eben die Farbe ändern konnte. Das ist halt ein Licht, das ist ein sehr helles Tageslicht. Super toll. Und das ist halt eben die neuere Generation, wo ihr halt eben das Licht dämmen könnt und auch die Farbe dann halt eben einstellen könnt. Das ist halt eben LED. Ne? Müsst ihr wissen, was euch besser gefällt. Ich finde sie beide großartig. Ich benutze nur noch dieses Licht. Nichts anderes mehr und vom Preis-Leistung her unschlagbar. Also wirklich, wirklich klasse. Kann ich sehr empfehlen. Bin ein Riesenfan und bin auch sehr, sehr froh. Nochmal vielen Dank an der Stelle, dass ich da das neue zugeschickt bekommen habe. Wie gesagt, das habe ich zugeschickt bekommen und das habe ich mir damals selber gekauft. Und das benutze ich jetzt, dass ich dann hier
dann halt eben Aufnahmen machen kann, ne? So Swatches oder Produktfotos oder halt eben Aufnahmen, die halt eben Licht brauchen. Und wenn du dann direkt das Licht so von oben drauf hast, ist das natürlich eine tolle Sache. Hier, wie gesagt, so mein Arbeitsplatz, dann habe ich echt viel Zeug hier. Lippenstifte, Augenbrauenprodukte, bla bla bla, ihr seht es ja, Pencils. Dann halt hier Setting Sprays und andere Geschichten. Das habe ich jetzt hier für meine Mama mitgenommen. Da habe ich jetzt meine Pinsel, meine Sponges drin und hier natürlich meine ganzen Pinselchen. Und die anderen Pinselchen, die habe ich hier stehen. So, das sind Morphe und Random und dann halt eben Real Techniques und Zoeva. Die sind von BH Cosmetics, die sind auch super. Und hier in der Schublade habe ich so meine heiligen Schätze oder das, was ich halt eben, was ich hier so jeden Tag verwende, wie eben Mascara oder halt eben das, was in Gebrauch ist. Und das sind halt so meine High-End-Sachen, die ich hier gerne so haben möchte, wie Max, Shiseido, Natasha Denona, die ganzen Joie-Paletten, ganzen Hourglass-Paletten. Ach, wunderschön. Das ist, da geht mir das Herz auf. Da geht mir wirklich das Herz auf. Ne? Das ist dieser wunderschöne Fondant, dieser Blush. Da habe ich aber halt eben auch einen W7-Bronzer, nee, Natasha Denona, nee, Charlotte Tilbury, hier Nummer 7. Einfach, das sind so meine Holy Grail-Produkte, die hier drin sind. Ne? Also wenn euch das interessiert, könnt ihr mir das auch gerne in meine Kommentare schreiben. So, und hier, das ist so meine Box. Hier habe ich dann auch so ein bisschen sortiert. Das sind jetzt alle meine Foundations. Cushion Foundations oder hier so diese Geschichten, aber alles mehr so High-End oder hier ein paar Primer, die ich hier rausgesucht habe und solche Geschichten. Dann habe ich hier Puder. Hier habe ich alle meine Creme-Produkte, also sowohl Blushes, Highlighter, whatever, Bronzer, alles was Creme ist und Highlighter. Hier habe ich so meine Single Shadows und Creme Pöttchen Geschichten, sowas in der Art. Dann habe ich auch ganz viel hier noch von Make-up Geek, so Pigmente und so Zeug. Hier habe ich meine ganzen Blushes. Ganz viel hier Milani. Die sind alle ja. Milani, die ganzen von Sleek. Alles Mögliche. Elf. Und hier unten meine ganzen Bronzer. Bronzer und Contour, ne, was es alles so gibt. So. So, in dem Dingens hier nebendran, das habe ich mir erst relativ jetzt, erst heute runtergeholt. Hier habe ich dann halt so neue Produkte, die ich austesten möchte und auch Pinsel, die ich testen möchte. Hier ist zum Beispiel dieser tolle Pinsel hier auch von der Michaela Conrad. Ist der nicht schön? Wow, und so schön weich und soft. Und hier habe ich mir so Foundations, Pflege, die ich mir jetzt gekauft habe, Puder, das neue hier von MAC, das neue Rouge. Ach, herrlich, ne? Und so verschiedene Sachen und hier unten die ganzen neuen Lidschattenpaletten. Ich habe hier Natasha Denona, dann habe ich hier von ABH, Natasha, hier nochmal Natasha Denona, Charlotte Tilbury, die ganz neue, die Mothership 8 von Pat McGrath. Dann habe ich hier die eine von Marc Jacobs, dann Gingerbread von Too Faced. Hier noch eine Pat McGrath. Dann habe ich aber auch hier hinten ganz viele so. Die ist von Gosh. Dann habe ich hier so kleine, das sind so alle so Dupes zu High-End-Paletten, die will ich euch noch vorstellen. Alles Dupes zu High-End-Paletten. So, die auch die zu Pat McGrath. Na, das möchte ich euch alles noch mal in Ruhe vorstellen. Achso, und dann habe ich zum Beispiel auch welche hier von Kryolan mir mal gekauft jetzt. Auch sehr schön, habe ich aber noch nicht ausprobiert, bin ich auch sehr gespannt drauf. So, die Geschichte meines Kleiderschrankes ist eine lange Geschichte. Das hier ist ein
also so ein Sliding, wie heißt das? Ein Schiebetürenschrank. Und das hier sind quasi so normale mit zum Aufmachen. Und hier in der Mitte halt eben wollte ich noch dieses Spiegel haben. Und ansonsten ist es weißes satiniertes Glas. Das habe ich beim Öffner, habe ich den Auftrag gegeben und wollte ihn genauso haben. Und ja, leider hat das Ganze ein bisschen länger gedauert, weil Teile nicht geliefert wurden oder der erste Teil wurde halt irgendwie der Boden vergessen oder es haben mir irgendwelche Teile gefehlt oder es war was kaputt oder sie sind nicht fertig geworden. Auf jeden Fall hatte ich im Dezember von vor 2 Jahren, hatte ich den mir angeschaut und in Auftrag gegeben. Er ist immer noch nicht fertig, weil hier oben zum Beispiel an der Ecke ist noch irgendwie was kaputt, das muss noch ausgetauscht werden. Dann fehlen hier noch irgendwie so Staubleisten, die noch angebracht werden müssen. Also das heißt, es dauert dann immer mindestens 3 Monate, bis eine neue Bestellung ankommt. Also es ist insgesamt, ist es momentan so ein 1,5-Jahres-Projekt. Nun gut, seht ihr diese schöne Tasche, die liebe ich von Aigner. Ach, ist die schön. Die hat sogar 2 verschiedene Henkel. So, die hängen wir mal da rüber. Hier oben habe ich große Taschen. Und hier sind halt eben lange Kleider, Kaftans, Röcke und so Strickmäntel. Und hier unten sind auch so Strickmäntel. Ne? Die waren dann zu schwer und zu bulky. Dann habe ich die hier unten hingemacht. Aber auch diese Ballettröckchen hier, das ist so schön. Ne? Und hier verstecke ich auch Lego-Sachen für meine Kinder. Hier habe ich mir eine wunderschöne Tasche gekauft von Escada. Oh, die ist so schön. Die ist von Mandarina Duck. Und das sind Lego-Sachen. Hier unten habe ich lauter solche, nennt man das so Strickteile, so Überwürfe, so große Stricktücher und solche, naja, so Stricksachen halt. Ne? Hier haben wir auch nochmal solche Taschen. Also sind mir so Shoppertaschen. Hier sind alles Kaschmirpulli hauptsächlich. So schwarz-grau. Dann hier alles so die pinke Nude-Farbe. Beige. Der Grüne hat dazwischen hier oben die grauen Sachen. Und das sind eigentlich alles entweder Schurwolle oder Kaschmir, weil ich liebe Kaschmir-Sachen. So, da oben sind auch nochmal Shopper. Und hier oben sind so meine Business-Taschen. Wunderschön. Auch von Escada, von Aigner. Das ist eine ganz billige, die braune hier. Von Santorini. Und da hinten wieder Aigner. Ach, diese Tasche, für die bin ich hunderte von Kilometern gefahren, um die zu haben. Und hier unten, das sind mehr so legere Beutelchen. Hier sind nochmal eine Business-Taschen. Das ist ein Rucksack, auch von Aigner. Das ist von René Lézard. Die ist auch von Aigner. Und die ist hier auch ganz toll. Das sind so Bowling-Bags. Hier habe ich Gürtel, kann man so rausziehen. Hier habe ich die Gürtel. Und hier habe ich alles so meine teureren Kleider. Und ihr seht, da haben wir hier oben nochmal so ein Ding dran gemacht, weil sich das ganz schön durchhängt. Also ohne das wird es wahrscheinlich gar nicht gehen. Und da habe ich alles so alles Mögliche. Das sind zum Beispiel das sind so Kunstlederkleider, super schön. Dann halt wirklich so alles Mögliche nach Farben sortiert. Ach, ich liebe Kleider. Weil man halt mit einem Ding hat man alles angezogen. Da haben wir auch noch mehr Taschen. Die sind so der mittleren Größe oder der kleineren Größe. Die sehen halt irgendwie so ein bisschen chanelig aus. Ne? Ist aber echtes Leder. Es tragen sich wunderbar. Finde ich super schön, auch von der Farbe her. Fand ich so gut, dass ich gleich 2 Mal gekauft habe. Und ich meine, die haben 130 Euro gekostet. Statt 4.000 Euro. So, hier habe ich Westen, lange Westen. Ich liebe Westen, weil die einfach ein bisschen mehr Armfreiheit geben und man sieht immer gut angezogen aus. Und wenn man ein bisschen kurviger ist oder gerade so um die Hüfte oder in der Mitte des Körpers, dann streckt es einfach schön. Hier habe ich alles Ledersachen. So Ledermäntel, Lederoberteile, Lederhosen. Und hier unten habe ich so Rucksäcke oder größere Taschen, auch wunderschön von Escada.
die ich halt liegend aufbewahre. So aufgebaut habe ich es so, dass ich hier oben habe ich dann so zwei Boxen. Die gibt es auch von Höffner, dann zu diesem Schranksystem. Da habe ich dann zum Beispiel so Sachen drin, die ich für die Reise brauche oder kleinere Handtaschen auf der anderen Seite. Ne? Und hier habe ich also alles Oberteile, auch so ein paar Jacken sind mit dabei, vor allen Dingen auch Strickjacken, alles so in Schwarz. Grau gehalten und hier unten habe ich Hosen und dann habe ich hier so drei Tablets und da sind halt Schmuck drauf. Viel Schmuck, falls euch das mal interessiert, das ist mehr so die bunte Sache. Dann hier auch viel Strass und oh, so tolle Sachen. Ich liebe es. Heiß und edig. Die finde ich auch toll hier. Da sind so zwei Haarreifen. Das sind alles so Statement-Ketten. Falls euch das interessiert, kann ich das auch mal näher zeigen. Und hier mehr so die Perlenfraktion. So schön. Schau das mal an hier. Sieht so geil aus. Ja. Das hier übrigens ist von Ikea, aber das passt auch ganz gut rein. So, hier oben sind dann auch wieder diese zwei Boxen. Das sind kleinere Handtäschchen drin. Kann ich euch auch mal zeigen. Dann hier Oberteile, mehr so rosa, lila, bunte Fraktion bis hellblau. Und dann halt zwei Schubladen. Das sind halt eben Strümpfe drin und Gürtel und so Zeug. Und halt eben auch unten Hosen. Zum Beispiel sind hier, das ist so ein ganz billiges Teil hier von Shein. Das ging dann gleich die Rose, die erste ging dann schon, bevor man es erstmal getragen hat, schon die Sachen ab. Dann sind das hier so ganz tolle Gürtel, halt Schultergurte, die man einfach verwenden kann von Pré, das ist von Cochinelle, die man verwenden kann, halt eben um einfach so Pimp Your Bag. dann sind hier noch Gürtel. So, und da oben sind halt eben auch Handtäschchen drin. Und dann ist hier so die weiße beige Fraktion. Unten wieder Hosen und dann in der Mitte halt eben für T-Shirts. Achso, übrigens das hier. Das ist schon ein bisschen kaputt, das wurde schon geklebt. Das hat mein Opa gemacht. Der war ja Bildhauer in Steinmetz, ne? Hat er gemacht für meine Oma. Sehr hübsch, ne? Halte ich natürlich in Ehren. Hier haben wir die Nagellackfraktion. Ich weiß, auch sehr viel Zeug. Das ist also alles, was in Gebrauch ist und das ist alles, was neu ist. Da werde ich auch einiges mal aussortieren, beziehungsweise habe ich schon aussortiert, dass ich das halt verkaufe oder so. Auf jeden Fall sind diese CD-Regale von Ikea da super geeignet, um halt einfach da so ein bisschen Ordnung reinzuschaffen und das Ganze so ein bisschen nach Farben zu clustern. Genau. Also, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und einen Eindruck gegeben, wo ich denn meine Zeit verbringe und wie ich meine Zeit verbringe. Ich fühle mich hier sehr wohl, jetzt nachdem endlich die Schranktüren drin sind. Das hat ja so lange gedauert und jetzt finde ich es halt eben auch aufgeräumt. Also vorher, ich finde einen offenen Schrank schön, allerdings nur, wenn man da nicht drin wohnt oder nicht arbeitet. Also wenn man halt irgendwie nur reingeht und zieht sich an und hat dann alles gleich so offen, ist das eine schöne Sache, aber es wird halt einfach schnell schmutzig, es verstaubt, die Motten gehen ran. Also praktisch ist es nicht, ne? Außer ich habe da eine spezielle Klimaanlage und Belüftungssystem, um das Ganze halt dann irgendwie wirklich halt so in Ordnung zu halten, ne? Wie es die ganz Reichen haben. Ansonsten finde ich es halt mit diesen weißen Türen viel, viel schöner und viel aufgeräumter, weil der Raum ist ja auch nicht so groß. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl und vielleicht habt ihr jetzt mal so einen Eindruck, wenn es heißt, von irgendwie Schäfer macht ein Video, wie sieht denn das Ganze aus oder wo sitzt die denn oder was hat die jetzt für ein, ne, wie ist so das Setting? Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was euch interessiert. Also wenn jetzt nur einer schreibt und sagt, ich hätte jetzt gerne mal irgendwie eine Übersicht von deinen Blusen, dann, ne, wenn ich ein Video für eine Frau mache oder für einen Mann, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig, ne? Also schreibt mir tatsächlich, wenn ihr nichts schreibt, dann gehe ich davon aus, dass es euch nicht interessiert, ne? Ganz einfach gesagt. Wenn euch was interessiert, ihr könnt auch mehrere Sachen adressieren, dann sagt von wegen, mich interessiert dein Schmuck, mich interessiert dein Nagellack, mich interessieren deine Parfums, mich interessieren deine Bläsers, vor allem interessieren mich deine Taschen.
oder Schuhe, dann schreibt mir das einfach. Ne? Und ihr könnt auch, wie gesagt, auch mehrere Sachen nennen. Das ist ja völlig wurscht. Nur ich mache eben die Videos für euch und nicht für mich. Ne? Und wenn ihr nichts schreibt, gehe ich davon aus, dass euch nichts interessiert. Dann habe ich eh ein Problem. Dann höre ich auf mit Video. Dann höre ich auf mit Videos. Dann höre ich auf mit YouTube. Wenn ihr nichts schreibt, dann lass es. So, in diesem Sinne hat es mich echt gefreut, dass ihr dabei geblieben seid bis zum Ende. Und ich hoffe, dass wir uns recht bald wiedersehen. Und ansonsten, wie immer, bleibt gesund, werdet gesund. Ich gebe euch alle einen dicken Kuss virtuell und eine dicke Umarmung. Und bis bald. Tschüss.